Ausfahrt in Venlo. Zwei Triebwagen, die X sind und ja, ein paar abgestellte Vierwheeler-Triebzüge. Zwei Teile von Veolia. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie im Regionalexpress der Linie 1608 und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Den Fluss erreichen wir Kaltenkirchen auf dem Verkehr. Ja.
Ich bin nicht
Ja.
Hätte ich mich doof gefühlt. Wir sind um 5 Minuten vor 8 da, das heißt, wir haben noch 20 Minuten Zeit. Wir hätten sich aber in den richtigen Zug zurück. Entschuldigung, ich habe mal eine Frage. Fahren unter der Woche hier Doppeltraktionen? Ja. Macht es nicht mehr Sinn, am Wochenende hier mit Doppeltraktionen zu fahren, als unter der Woche? Herzlichen Glückwunsch. Bin ich ganz Ihrer Meinung. Ich hab einen Ansprechpartner für Sie. Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, VAR, Gelsenkirchen. Das juckt die doch eh nicht. Doch, aber die bestellen das. Und wenn Sie sich da melden und sagen, Sie haben keinen Platz hier, dann... Also teilweise... Wo wollen Sie denn hinfahren? Hier sind. Aber teilweise ist das ja so toll, teilweise müssen ja Fahrgäste zurückgelassen werden. Jetzt werde ich Ihnen ein Geheimnis anvertrauen. Ja. Ab München-Gladbach bekommen wir ein zweites Teil angehängt, weil so viele Leute nach Findentrop fahren wollen. Aber es ist wirklich so. Warum kann man... ist das denn mit der Bahnsteiglänge nicht machbar, dass das zwischen Venlo und München-Gladbach mit der Bahnsteiglänge von den 5er und 4er ist das jederzeit möglich, weil wir in der Woche ja auch fahren im Berufsverkehr. Nur der VAR bestellt für Leistungen Fahrzeuge. Ja, und wenn er sagt, Eurobahn, ihr kriegt nur ein Fahrzeug, dann sagt die Eurobahn, der VAR, dann bezahlen wir auch kein zweites, das kostet uns Geld. Ne? Ja, aber das ist doch schwach. Meiner Meinung nach ist halt Schwachsinn, dass man ab Mönchengladbach einen anhängt. Richtig, aber der 91 ist immer vorher von Düsseldorf nach Hagen. Ohne Scheiß, ist wirklich so. Und wenn Borussia München-Gladbach spielt, der fährt auch doppelt, wenn Gladbach nicht spielt. Er fährt aber. Ist das hier der 20.091? Das ist richtig. Okay, wusste ich gar nicht. Gibt es denn auch Züge? Ich weiß nicht, welche Leistung das war. 20.0. Ich weiß nicht, welche Leistung das war. 20.089 oder 93 oder 95? 89 fährt auch doppelt in der Woche, richtig. Also war irgendeine Leistung am Wochenende, da war irgendein Feiertag, da konnten die Leute stapeln im Zug, da war kein Durchkommen. Das glaube ich, weil die alle zum Beispiel Christi Himmelfahrt nach Venlo fahren und einen Tag später am Rückentag fährt keiner. Aber da denke ich mir nur, was soll dieser Unsinn, dass Sie nicht mit Doppeltraktion fahren? Das melden Sie dem VAR, ich kann nichts daran tun. Das soll auch kein Vorwurf sein, aber ich glaube, Sie sehen das ja genauso, oder? Ich sehe das genauso. Mir wird es auch mehr Spaß machen, hin und her zu springen. Gibt es eigentlich... Es wäre... Abellio. Die Ostdeutsche Eisenbahn, die ist ja ganz clever. Die fährt auf einer Linie oder... die fährt da teilweise mit vierteiligen Doppeltraktionen als Doppelstockzüge. Ja. Also da denke ich mir, sowas könnte man doch hier auch machen, theoretisch. Das könnte man könnte theoretisch so viel machen. Nur der VAR, der ist zu blöd. Ja, dann schreiben Sie mal nach Gelsenkirchen und sagen, die sind zu blöd und mal gucken, was daraus wird. Juckt das eh nicht. Also ich hatte ja bei Flixbus mal angefragt. Ja. Hier Fernbusse zwischen Mönchengladbach und Venlo und dem Ruhrgebiet.
geht. Aber das wäre eine Einnahmequelle für den Laden. Richtig. Da im Viertel- oder Halbstundentakt der Busse. Ich kann nichts dran machen. Busse schrecklicherweise. Nee, das sollte auch kein Vorwurf sein. Nur ich finde es einfach teilweise echt. Ich spreche mit ihm gerne über alles. Das ist gar kein Problem. Das ist gut, aber ich finde es aber teilweise echt. Naja. Also, teilweise echt Sachen. Naja. Ich wünsche Ihnen noch eine ruhige Geschichte und ein schönes Wochenende. Danke, ciao. Dies war eine Mitfahrt im ET 7C in der ERB 2091.